geruckelt hat. Dass Isaac überhaupt ruckeln kann, ist so ein Ding. Einmal ganz kurz hier meine Seite aufmachen, damit ich halt zur Not irgendein Item nachlesen kann. So. Okay. Ja. Fliege, komm. Oder nicht. So, das war dies Ding. So, der ist auch weg. Ach, komm. So. Okay. Gehen wir hier durch. Das wird schon irgendwie, hoffe ich. So. Easy. Drei Bomben. Meine ist zwar auch kein Schlüssel, aber immerhin. Man muss ja zufrieden sein mit dem, was man hier kriegt manchmal. So. Dann sagen wir mal dem Boss guten Tag. Hey, Steven. Yay. Ja. Alles wird gut. Alles wird gut. Ist aber auch schnell. Und er bekommt relativ wenig Schaden. Gefällt mir noch weniger. Oh Gott, das Baby reißt sich los. Okay. Das war jetzt nicht Teil meines Plans. Das war wirklich nicht Teil meines Plans. Oh Gott. Oh Gott, 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 oh Gott. Wow! Okay. Läuft. Haben wir. Und wir kriegen den kleinen Steven. Yay, little Steve. Der macht jetzt genau was? Famila, which follows the player and shots homing tears. Was ist Spoonbender-Effekt? Ja, okay. Spoonbender bin ich ja nicht wirklich ein Fan von, aber naja, was muss? Das muss, ne? Ich meine, es sind ja nicht meine Tränen zum Glück. Okay. So, hoffen wir mal, dass das jetzt hier eine gute Runde wird. Und dann mal gucken. Hier eine Menge Feuer, das Feuer muss weg. Schlüssel haben wir nicht, natürlich nicht. Soll es auch so anders sein. Man braucht dann schon einen Schlüssel. Könnte ja jeder kommen und Schlüssel haben wollen. Na komm her. Hey, da ist ein Engelsherz, wenn ich das überleben sollte. Da können wir uns reinsprengen. Ah, lohnt sich das? Man muss nur eine Bombe opfern, aber trotzdem. Ah, ein bisschen Geld. Hm, weiß ich nicht. 4 Geld für eine 5 Geld kostende Bombe. Hm. Die Chance auf mehr war da. So, zumindest in der Theorie. In der Praxis nicht so. So. Ja, für eine Münze da bestimmt nicht. Ich gehe mal weiter, ne? Hallo. Hallo, 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 hallo. Hallo, 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 hallo. Hallo. Okay. Hey, Familie, hey. Hey, listen, hey. Doomed, 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 doomed. Alter. Können doch auch nerven hier manchmal. Die ollen Bossgegner. Ja. Hey. 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 Hey, wir kriegen Super Meat Boy. Version 1. Gut.
Jetzt gehe ich lieber nochmal zurück und hoffe, dass ich hier irgendwo nochmal Schlüssel bekomme. Ich bezweifle es, ehrlich gesagt. Aber es wäre schön. Ne, ich kann ja nicht mal in den Shop rein. Und dann Schlüssel kaufen. Aber dafür brauche ich... Ja, super. Das ist jetzt der einzige Raum hier. Und ich fühle mich wieder gemobbt vom Spiel, weißt du? Wenn es schon wieder... Das ist jetzt die dritte, vierte Runde in Folge, wo ich halt zu wenig Schlüssel habe. Und dann willst du auch noch gut spielen können. Wir haben jetzt hier mindestens drei Positionen, wo 0815 Secret-Raum sein kann. Wir haben zum Glück auf Anhieb getroffen. Und dann kriegen wir da auch nur Geld. Und der super-duper Secret-Raum, der... Ja, ne, zu viele Möglichkeiten. Versuche ich gar nicht erst. Das wären, das sind da wahrscheinlich ein Raum voller Herzen oder sowas. Es ist halt so ärgerlich, weißt du, wenn du wirklich null Chancen hast auf irgendwie einen Schlüssel und ständig sind die Itemräume verschlossen. Das ist einfach nur demotivierend und ärgerlich aus meiner Sicht und meiner ganz persönlichen Sicht. Aber was willst du machen? Ist halt so. Ja, klar, da komme ich auch derzeit hin. Weil bestimmtes Item zum Fliegen wäre im letzten Itemraum gewesen, wo ich nicht hinkomme. Oh. Nein, ich reg mich nicht auf. Vielleicht ein bisschen. Alter, kann das Ding mal weniger schnell sein, da ich auch mit den Tränen hinterherkomme? Mann hier. The Fool. Teleport the player to the starting room. Ja, brauche ich auch unbedingt. Ich stehe hier ein bisschen ungünstig, was diese Mobs hier angeht. Ich hoffe, dass ich da irgendwo in der Diagonalen irgendwo was erwische. Einen habe ich. Und den anderen auch. Muss ich nur noch auf den hier. Auch hier wieder Itemraum und ich habe noch keinen Schlüssel. Und ich habe auch nicht die Bombe, um jede Wand hier auszutesten. Ich bin ein bisschen frustriert. Man merkt es vielleicht. Aber zu Recht, möchte ich wohl meinen. Zu Recht. Ja, kommt noch mehr auf mich zu. Es ist super. Kommt Freude auf. So. Geht weg. Einfach weg. Ja, super. Wenn ich auch immer in so einen Schaden unbedingt reinlaufen muss, ne? Immer wieder, weil ich es kann. Oh Gott. Er übertreibt es gleich. Was ist denn da mit der Animation hier los? So noch nie gesehen. Alter. Ist gut, ne? Ist gut, ne? Ja, komm. Ja, unbedingt. Hey. Aber in die nächste Runde. Ja, kriegt gleich eine Bombe zur Begrüßung. Ist ja ein Traum. Wir kriegen einen Pfeil. Piercing Shots. Ja, ist okay. Das ist das, das durch Objekte durchgeht oder sowas. Oder durch Gegner? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie sowas. Gleich in den Bossraum hier. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Ja, es geht durch die Gegner. Muss ja durch der Warwart. Die Spinne macht da immer weiße Zeug hin. Ist mir egal. So, Alter. Fängt gut an heute. Hey, eine Heilung, hey. Hey, noch eine Heilung, yay. So, weg mit dem. Das muss auch weg.
Okay. HP up. Nehme ich natürlich gern, aber, ne? Erstmal gucken, ob ich hier vielleicht irgendwo noch, keine Ahnung, Schlüssel kriege oder sowas aus irgendeinem komischen Raum. Das brauche ich gar nicht versuchen. Weißt du was? Komm, scheiß drauf. YOLO! Sagen auch die Kids von heute. Ja, klar! Ebene 1! Und man soll sich hier tot opfern für eine Kiste oder was? Die hier wahrscheinlich noch verschlossen ist. Was sollst du denn da für ein Scheißglück mit irgendwelchen Items haben? Ja, klar, hm. Manchmal möchte ich echt diese Randomness der Räume hinterfragen. Nein, wirklich. Ich finde die ein bisschen sehr strange manchmal. Ich meine, klar, Zufall ist Zufall, aber so, dass du eigentlich gar keine Chance hast auf manche Dinge. Das ist schon ein bisschen so, meh. Weißt du? Aber was soll's. Ist halt so, wie es ist. Krieg auch nichts aus den Räumen, ne? Auch ja nichts. Hallo. Oh Gott. Schießt also große Projektile. Hallo. Und treffe ich es nicht mal. Hey, der hat einen Schlüssel. Ich werd nicht mehr. Leider sterbe ich jetzt demnächst. So, Triple Shop. Hatten wir vorhin schon, aber ich nehme den jetzt nochmal, weil es so schön ist. So, nun überlege ich gerade, ob ich tatsächlich jetzt eine Bombe opfer, um jetzt hier an ein Herz zu kommen. Wir gehen erstmal in den anderen Raum rein. Der da oben ist neben dem Opferraum. Einmal da mal gucken. Hallo. Okay. Eine Pille. Balls of Steel. Dafür wollte ich erst hier hin. So. Kann ich da... Ich weiß nicht. Ich probiere es. Reicht gerade so, dass ich die Kiste hier öffnen kann. Oh, shit. Mehr ist aber auch schon wieder nicht drin. Für eine Münze war das auch schon wieder so ein bisschen so... Weißt du? Da wäre es dann besser gewesen, hätte ich das aufgehoben für sowas hier. Ah, naja, was soll's. Hey, du da, hey. Ist ja gut. Alter, kannst du mal weniger auf mich schießen? Danke. So. Alter. Geh weg, wo du wohnst. Geh weg, wo du wohnst. Hunderttausendmal im Kreis. Irgendwann habe ich dich. Ich bin der weinende Indianer. Hey, wir haben Devil Deal Room. Hey, eine voll gute Idee, da jetzt reinzugehen. Wir machen das. Aha. Entweder den Companion oder das Buch der Apokalypse. The Book of Belial. Zwei mehr Schaden nehme ich. Okay. So. Meine, beim Devil Deal Room würde ich auch hier. Wie heißt es hier? Ipechak eintauschen gegen Herzen. Ja, klar. Hier gab es ja nicht mal Steine.
mit denen ich dann jetzt hier irgendwie da rumkommen könnte. Also nicht mal welche, die die anderen weggesprengt haben, sondern es gab wirklich keine. Ich soll an jeder möglichen Gelegenheit hier einfach fliegen können, ne? Mhm. Sehe ich auch so. Bin ich ein Fan von. Nicht. Okay. Oh shit. Nein. Ach, verdammt. Da war ich nicht mehr schnell genug. Ja, ja. Es trifft mich auch gerade echt alles, ne? Aber wirklich alles. Ja. Gleich zur Begrüßung einmal anspringen. Weißt du, weil es so schön ist. Hier. Decke dies. Ja, komm. Ja, unbedingt. Ja! Alter, ich sterbe hier im 5-Minuten-Takt. Was ist denn hier los? Kommen sie auch gleich nette Räume zur Begrüßung auf Ebene 1. Das ist einfach ein Traum. Also seitdem ich mal abends Herz besiegt habe, ist wirklich so ein bisschen so die Kacke am Dampfen, habe ich das Gefühl. Da habe ich echt nur noch Probleme. Und das für ein Kack. Alter. Wow. Kann das weit spucken hier. Komm hier ja gar nicht in die Tüte. Spinne, geh mir aus dem Weg, ich muss das Ei vernichten. So war. Hey, immerhin gibt es einen Schlüssel. Den verwende ich jetzt am besten für den Shop. Nicht. Aha. Eine Pille. Hält's ab. Nein, mein. Na, hier bekomme ich jetzt auch wieder nur 4 von diesen komischen Raupen hier. Nicht. 58. Was ich auch nicht verstanden hatte. Und jetzt plötzlich so viele von den Dingern waren. Weil wir haben hier immer noch Ebene 1. So, was haben wir denn hier? Den Glücksbringer. Ja, nehmen wir. Für die ganzen positiven Effekte der Pillen. Falls wir welche kriegen. Wenn das wirklich nicht wäre und so. Wow. Hey, Lust. Was geht ab? Gehst du wohl, wo du wohnst? Gehst du wohl, wo du wohnst? Nicht zu mir. Nein, bei mir wohnst du nicht. Geh weg. So. Wir kriegen die Drogenspritze, das ist auch okay. Tier ist ab. Na, immerhin. Jetzt, ne? Jetzt rock ich die Bude, du. Jetzt will das Spiel wieder nett zu mir sein. Merk das schon. Ja, ist ja gut. Ja, lauf in den Gegner rein, ist immer gut. Oh, wir kriegen so ein Engelsherz. Ich glaube, ich habe auch vorhin, entweder ich bin gestorben oder ich habe das eine Engelsherz nicht mitgenommen, weil ich nicht mehr dran gedacht habe. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir hier eins. Ich nehme es auch sehr gerne mit. Ein bisschen HP ab. Also jetzt, ne? Jetzt wollen sie wieder sehr nett sein hier. Ich merke das schon. Dem ich jetzt auch genug ausgerastet bin hier schon fast. Ja, darf ich es halt nur nicht wieder vergeigen. Mal wieder. Hey, ein Geld, hey. Wir haben auf jeden Fall einen Schlüssel, mit dem wir theoretisch auch in den Itemraum reinkommen könnten. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Hey, da ist ein Schlüssel, hey. Bombe. Nein! Nein, ich war zu nah an der Tür. Boah, wie mies. Wie mies von mir selbst einfach. Immerhin habe ich jetzt einen Schlüssel gekriegt, aber das war schon echt gemein. Ich wollte nur ausweichen, damit ich keinen Schaden kriege von der Bombe. Nein, wirklich. Scheiß Schlüssel. Kann ich den mal nachfragen, ob ich den wirklich benutzen will, so ähnlich wie beim Abspeichern? Sind Sie sicher, dass Sie speichern wollen? Ja, bin ich.